Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Heute möchte ich dir wieder ein Designpapier vorstellen. Noch läuft ja unsere Aktion mit den Designpapieren. 3 kaufen, das 4. gratis on top bekommen. Und auch ich habe das mal genutzt, um mir ein Designpapier zu kaufen, was ich normalerweise nicht gekauft hätte. Aber jetzt freue ich mich, dass es da ist und möchte es euch natürlich auch gleich vorstellen. Es handelt sich um das Designpapier Jetzt wird's wild. Die Farben dazu sind schwarz, anthrazitgrau, Sommerbeere, Kleegrün, Kalypso, Savanne, Currygelb, Limette, Wassermelone, Aquamarin, Blutorange, Tannengrün und Flüsterweiß. Also ein buntes Potpourri an Farben. Und es ist ein Designpapier, welches auch für Basteln für und mit Kindern ganz gut geeignet ist. Wie ihr das kennt, es kommt in 30,5 x 30,5 und ich schneide es mir regelmäßig klein, damit man da einfach besser mit arbeiten kann. Habe aber immer noch eine Seite in groß, falls ich dann mal eine große Verpackung machen möchte. Ja, ich zeige euch wie immer hier Vorder- und Rückseite. Die sind ja unterschiedlich bedruckt. Hier auf der Vorderseite haben wir schön zum Ausschneiden geeignet. Unsere Tiere, die gibt es ja auch in unserem Stempelset. Das heißt Wild auf Grüße. Da sind sie jetzt also auf dem Papier bereits koloriert. Oder ist sogar andersrum. Ja, sehr schön. Hier ist auch nochmal der Ast mit dem Frosch. Genau. Passt wunderbar zusammen. Gibt es also in koloriert. Die Rückseite dazu ist dann, ich würde mal behaupten, der Giraffenhals. Und 2 lege ich zur Seite. Oh, entschuldigt, vielleicht hört ihr, ich habe gerade mal das Fenster hier aufgemacht. Es regnet wie Hulle gerade und ich muss unbedingt mal nutzen, dass hier mal die Räume 2 Grad abkühlen können. Von daher habe ich jetzt das Fenster aufgemacht. Ich hoffe, da könnt ihr gerade mit leben. So, hier haben wir dann also auch nochmal Tiere in kleiner und auf der Rückseite in Kalypso ein stilisiertes Motiv. Dann haben wir Blätter mit Fröschen und Limette auf der Rückseite. Dann haben wir Vögel mit Sommerbeere Party Design. Wir haben Nilpferde mit einem dunkelgrau, also mit einem anthraziten schlichten Design. Und wir haben Krokodile mit einem grünen Design. So, das ist das Designpapier. Wie gesagt, für Kinder echt gut geeignet. Mir persönlich ist ja Kinder nicht so, wie soll ich das formulieren? Dadurch, dass ich keine Kinder habe und auch nur wenig Berührungspunkte habe mit kleinen Kindern, komme ich nicht so häufig in die Verlegenheit, für Kinder zu basteln und bin nicht so fixiert auf Kinder, bunte Designpapiere oder ich persönlich mag diese beiden am liebsten. Das Limette geht auch ganz gut. Ja, ich muss einfach mal gucken, was man damit so verbasteln kann. Auf jeden Fall wäre ich vorbereitet, wenn jemand für mich, also auch auf meinen Workshops gerne Kinder basteln möchte oder eine Geburtstagskarte für ein Kind oder wie auch immer, ist das jetzt also auch durchaus möglich. Stempelset ist da, Designpapier ist da, läuft. So, dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag und bis bald. Tschüss.
Thank you.